Wir haben die 5-täglichen Betrachtungen gemacht und ich habe bis jetzt nur über die 5. gesprochen, über das Karma. Und eine von den anderen 4 ist ganz besonders wichtig, nämlich: Ich bin dem Tod unterworfen. Ich kann dem Tod nicht entgehen. Und es waren mehrere Fragen über gewisse Aspekte des Todes. Aber diese Aspekte des Todes, die da angesprochen wurden, handelten sich großteilig um andere Menschen, die sterben. Es handelt sich erst einmal um den eigenen Tod. Und kommt man mit dem eigenen Tod zurande und weiß, was er bedeutet, dann kann man auch Hilfestellung leisten. Erst einmal selbst wissen, was der Tod für einen selbst bedeutet. Es gibt heutzutage mehrere Bücher, die das Nahtoderlebnis beschreiben. Und das ist auch hochinteressant und man sollte die ruhig lesen. Manche davon sind nicht so aufschlussreich, weil sie Erklärungen abgeben. Die aufschlussreich sind, sind die, wo die effektiven Erlebnisse von dem Erleber beschrieben sind. Und das zu lesen ist sehr interessant. Wir brauchen aber nicht und können auch nicht auf ein Nahtoderlebnis warten. Erstens mal besteht überhaupt gar keine Garantie, dass es Nahtod sein wird. Es könnte der Tod selber sein. Und dann bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sterben. Und daher ist es von äußerster Wichtigkeit, sich mit dem Tod jetzt familiär zu machen, ihn jetzt zu akzeptieren, ihn jetzt in das Leben zu integrieren, sodass, wenn er eintritt, er weder fremd noch bedrohlich ist. Die meisten Menschen reden sich 2 Dinge ein. Entweder ist ihnen recht, wenn sie sterben, nur ihre Lieben sollen nicht sterben. Das ist eine Fantasie. Und die zweite Fantasie ist, dass sie Angst haben vor dem Tod, weil sie dann nicht mehr existieren. Beides ist natürlich, das erste ist Fantasie und das zweite ist angsterregend. Das zweite, Angst vor dem Tod, weil man nicht mehr existiert, ist das Ausschlaggebende und bei 99% der Menschheit verbreitet. Was immer man sich einredet. Die meisten Menschen reden sich derartig viele Dinge ein, es kommt schon auf eins mehr gar nicht an. Aber hier, sich mit dem Tod einmal so bekannt zu machen, dass es ein Teil des Lebens wird, hilft uns, die Existenzangst zum größten Teil loszulassen. Je mehr Existenzangst wir haben, desto unangenehmer sind wir als Mitmenschen. Denn die Angst macht uns aggressiv. Wenn man jemand Angst einjagt, so ist eine natürliche Reaktion die Aggression. Weglaufen vom Tod kann keiner. Das heißt also, es ist keine Wahl vorhanden. Dieser Existenzangst, die Angst um meine eigene Existenz, liegt ist die Grundlage
liegt auf dem Boden jeglicher Probleme. Wir sind hier nicht, um anderer Menschen Probleme zu lösen oder zu erkennen. Wir sind hier, um unsere eigenen Probleme zu erkennen und loszulassen. Alles andere ist sinnlos. Das Problem der Existenzangst ist das tief verwurzelste Problem, was die Menschheit hat. Es ist auf Verblendung aufgebaut. Aber diese Verblendung loszuwerden, dazu gehört Praxis, Übung, Verständnis, Hingabe. Ein Geist, der flexibel, weich und erweitert ist und nicht nur diesen engen Horizont von mir, mein und mich sieht. Ein Mensch, der diesen engen Horizont von mein, mir und mich hat, der muss Angst haben vor dem Tod. Der kann nichts anderes haben. Und dennoch weiß jeder, dass er sterben wird. Also, was ist das Resultat? Wir leben in Todesangst und wollen das irgendwie überbrücken. Wie überbrücken wir es? Wir versuchen es zu überbrücken durch angenehme Sinneskontakte. Sehen, hören, riechen, schmecken, antasten und denken. Und sollte uns jemand dabei stören oder uns nicht diesen angenehmen Sinneskontakt vermitteln, dann haben wir nicht nur Angst, sondern wir hassen auch noch. Das kann wohl kein sehr erfolgreiches menschliches Leben sein. Man kann auch als Mensch im Menschsein ein Leben führen ohne Angst und ohne Hass. Und wenn man irgendetwas im Sinne hat, für die Menschheit zu tun, dann gehört das erstmal dazu, die eigene Angst, den eigenen Hass aufzugeben. Aber das muss man tun. Da muss man etwas arbeiten an sich selbst. Wir sind sozusagen das Laboratorium, in dem wir die Arbeit verrichten können. Sollten wir mit der fälschlichen Idee hierher gekommen sein, dass wir etwas tun können, was wir nicht an uns selbst schon erarbeitet haben, sondern nur durch Hören vielleicht anderen Mitteilung machen können, so sollten wir diese Idee sofort aufgeben. Nichts können wir tun für einen anderen, was wir nicht für uns selbst getan haben. Sollten wir also ein Interesse haben, Sterbehilfe zu leisten, und das ist ja auch so eine neuartige Idee, die sehr vernünftig ist, dann müssen wir uns selber erstmal helfen zu sterben. Diese Todesangst, in der wir leben, ist aufgebaut auf der Illusion, dass wir effektiv jemand sind.